Das Wichtigste haben wir dabei. Der Oppizeller. Der von diesen schwarzen Schnupfbüchsen nehme ich sicher auch noch. 2, 3 mit, da habe ich immer gute Laune. Und schon am Bahnhof in Ziegelbrücke geht's los. Preis. Ich glaube, das kommt gut. Ja, das kommt gut. Nein, das kommt gut. Das passt. Die zwei Landfrauen müssen sich diesmal in Albanien zurechtfinden. Also mach schon Spruch. Es trinkt der Mann, es säuft das Pferd. Bei den Landfrauen ist es umgekehrt. Oh, hey, please. Nein. Aber eigentlich sind sie wegen ihrer Kochkünste in Albanien. Hafenkabis und Lauchgummelstunkis. Lauchgummelstunkis. Er heisst Kohl, aber ich weiss nicht, ob es Kobis hat. Die Albaner können aber auch ordentlich Witze reissen. Er leitet sich immer so an, sagt er. Grüne kommt die Käse. Er sagt, weil seine Frau halt nicht so ganz hübsch ist, muss er hübsch sein. Das gehört sich nicht, Leute. Das macht man nicht. Was für Namen beginnen mit einem L? Lea, Linda, Lisa, Lisa, Leonie, Leonie, Lara, Lampedusa. Ich finde es manchmal schon sehr grenzwertig, also was da läuft. So sieht's aus, wenn Schweizerinnen mittleren Alters auf Reisen gehen. Viertele, viertele. Ah. Ich reg mich sehr auf an mich absättigen Sachen. Das mag ich nicht verputzen. Schon ärgerlich, wenn man 50.000 Euro wegen so einer Frage verliert. NBA-Meister, das ist die National Basketball Association in Amerika drüben, wurde mit den Chicago Bulls 6-mal Meister und der Magic Johnson war bei den Los Angeles Lakers unter Vertrag. Ah. Das heißt vermischt. Wichtig ist, dass das in Zukunft nicht wieder passiert. Bei Telebern war am Sonntag der Wurm drin. Ja, das Update zur Klimademo liefern wir euch am 7. Eigentlich hätten sie die ganze Sendung auf 7 Uhr ansetzen können. IBE hat für das richtige Fanverhalten in Corona-Zeiten ein Handbuch herausgegeben. Ich höre gerade aus der Regie, wir haben ein technisches Problem. Sie sagen mir jetzt, wie es weitergeht. Gut, wir verschieben den Bericht auf die 7. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend und einfach einen schönen Abend und eine gute Erholung. Auf Wiedersehen. Danke.